Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cross Warp Zone, bla bla, Super Meat Boy und so Scheiß. Ich war immer so drei in der frischen Zeit. Super Intro, wir sollten vielleicht nochmal von vorne anfangen, aber das wäre ja zu professionell. War jedenfalls mal so frei, in dem letzten Level die scheiß Warp Zone hier noch freizuschalten, die übrigens ein riesengroßes Arschloch war zum Freischalten, sowie den Dingsbums hier, das A-Plus für dasselbe Level auch noch freizuschalten, weil das Ding war eine gottverdammte Katastrophe. Vor allem diese Bescheite, also ich komme wirklich ohne Scheiß mit der Physik von diesen Dingern da, den Ventilatoren komme ich, also da werde ich in 37 Jahren noch nicht mehr klarkommen, aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, weil wir sind Game Over und das ist vermutlich ungefähr genauso interessant, meine Damen und Herren. In dieser Warp Zone natürlich zugegen zwei Dingenskirchens, hier Bandages und deswegen wollen wir die natürlich auch kriegen, weil wäre ja traurig, finde ich. Und deswegen, das Ding ist, irgendwie, das erinnert mich jetzt eigentlich so ein bisschen an eins der ersten Level in diesem Spiel, in denen ich nicht solche Probleme hatte wie jetzt hier, aber was stört mich mein Geschwätz von gestern, sagte eine weise Person mal. Also, müssen wir jetzt hier wohl durch, meine Damen und Herren. Gott sei Dank, ich freue mich sehr. Also, Super Meat Boy, immer noch, beziehungsweise es wird immer schwerer. Das ist das Problem. Ich würde mir wünschen, dass es für mich nochmal irgendwann leichter wird, aber ich bin, wie gesagt, im letzten Video gesagt, von hier an blind und deswegen. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Das Spiel startet. Ich freue mich. Ich hoffe, alle anderen freuen sich auch. Lass mich einfach hier drüber. Das Ding ist, wie gesagt, das wirkt gar nicht so schwer, selbst wenn ich es jetzt so spiele. Aber trotzdem habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft und das deprimiert mich. Aber nein, 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 nein. Ich hatte es geschafft, aber dann kam das Bandage. Der alte Sack. Ja, egal, dann, ich habe schon wieder nur noch ein Leben. Ich muss das jetzt schaffen, aber das Ding ist, ich habe es ja gerade auch geschafft. Warum mache ich das nicht einfach öfter? So, jetzt ist der Versuch, liebe Leute. Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich hier solche Schwierigkeiten gerade mit habe, weil ich bilde mir ein, dass ich solche Sprünge mit so tollen verschwindenden Wänden in diesem Spiel schon, keine Ahnung, um die 93 Mal gemacht habe. Mal davon ab, dass ich hoffe, dass ich, während ich auf diese tollen blinkenden Boden gucke, nicht irgendwelche Schlaganfälle oder so bekomme. Aber mal gucken, ob wir in diesem Video noch andere Sachen sehen als diese Warp Zone. Meine Prognose sieht schlecht aus, meine Damen und Herren. Sieht verdammt schlecht aus. So, meine Fresse, es geht doch. Level 2, Gott sei Dank. Gott sei Dank muss ich in dieser Warp Zone nicht noch zwei Level schaffen, ohne zu sterben. Wo bin ich überhaupt? Ach, da oben. Ach, ist doch blöd. Warte mal, jetzt muss ich also quasi im Grunde genommen. Ich wollte gerade sagen, im Grunde genommen eigentlich nur richtig timen, dass diese Dinger mich nicht treffen, aber. Wäre ja langweilig, wenn das wirklich so einfach wäre, meine Damen und Herren. Nein, 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 nein. Lass mich. Ich hoffe, ich habe kein Bandage was übersehen, weil das. Da ist eins. Okay, dann habe ich auch keins übersehen. Ach du Scheiße. Ach du Verfickte. Und das soll ich jetzt schaffen. Oh, in noch zwei Versuchen. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Da muss ich das erste Level nochmal machen. Nein, 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 nein. Verschont mich, aber ich werde das jetzt doch sowieso nicht irgendwie schaffen, plötzlich. Warum? Eieiei. Wie lang ist dieser Scheiß? Nein! Nein, warum ist dieser Turm so lang? Warum ist der Turm. Es ist so deprimierend für mich. Oh Gott, oh Gott. Jetzt, wir müssen jetzt diesen gottverdammten. Dieses Phallus-Ding hier. Hier hinter uns bringen. Weil sonst werde ich traurig sein. Und dann. Nein, 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 nein. Wir werden am Ende des Tages nicht traurig sein, weil wir. Weil wir gut sind. Und deswegen fast da jetzt schon irgendwie reinrennen, ohne das wir müssen. Also komplett ohne Not. Warum würde man da nicht komplett ohne Not reinrennen? Ich habe Angst. Nein! Ich will nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das gerne schaffen. Und zwar toll und so ein Kram. Weil. Wäre toll sein, nicht toll? Okay, also ich bilde mir auf jeden Fall ein. Das hätte ich nicht sagen sollen. Dass ich auf jeden Fall die ersten beiden Level mittlerweile halbwegs beherrsche. Halbwegs im Sinne von. Okay. Verstehe. Das steht mit Sicherheit irgendwo so im Duden. Man muss nur genau genug suchen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe so eine Angst. Ich möchte gerne hinter mich bringen und dann. Nein, 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 nein. Und dann nie wieder in diesem.
nie wieder an diesem scheiß Turm hochklettern, Mann. Ich hasse diesen kack verfickten Schottturm. Und ich muss auf der anderen Seite nochmal hoch, wegen diesem verfickten Dreckpflasterpenner. Mann. Ah, wir sind auf jeden Fall schon mal oben. Wir sind auf jeden Fall schon mal oben. Wir sind. Ich muss nur noch runter. Wenn's. Nein! Wenn's weiter nichts ist, dann. Ich hab das Pflaster vergessen. Ich hab das Pflaster vergessen. Ich muss das nochmal machen. Aber nicht jetzt. Ist egal. Wir machen jetzt weiter. Also. Langsam aber sicher, Super Meat Boy. Wird das aber. Ernst? Ist das ein Pflaster da oder ist das einfach nur ein Strich? Ich glaube, das war einfach nur ein Strich, oder? Ja, wir gehen mal davon aus, dass da. Nein. Dass da nur ein Strich ist. Deswegen. Das ist sehr cool. Also, da sieht man, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Schwarz und Rot verdammt gut zusammenpassen, meine Damen und Herren. Aber. Ja, da braucht ihr natürlich jetzt unbedingt den Modeexperten Krutz zu, um euch das mitzuteilen, nicht wahr? Ich weiß. Deswegen. Warum habe ich keine A-Plus? Ist egal. Ja, wobei, das war. Wahrscheinlich habe ich einfach nur ein kleines bisschen hier zu lange gewartet und hier und dann da hinten und. Das dauert auch wieder zu lange. Das ist jetzt ohne Scheiß. Ich war mit dem Spiel bis hierhin, ich sag jetzt mal, relativ selbstbewusst. Das heißt, ich hatte, keine Ahnung, das Gefühl, dass die Sachen, die hier vorkommen, so, also, dass ich das halbwegs kann. Nicht, dass, ich bin da mit Sicherheit nicht der größte Experte drin und weit davon entfernt, das Spiel zu speedrunnen oder so. Aber ich wusste zumindest so ungefähr, was ich tue, meine Damen und Herren. Bis hierhin. Und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Das ist sehr schade. Ist das jetzt hier das Thema dieses Levels, dass auf einmal alles dunkel ist und so ein Scheiß? Also, ist ja klar, ist ja die Dark World, verstehst du? Nein, ich hatte eigentlich gerade angesetzt, dazu zu sagen, dass ich da nicht reinfallen möchte, aber das hat offensichtlich keinen so wirklich interessiert in diesem Level, aber was soll ich machen? Ich freue mich riesig. Wo muss ich überhaupt lang? Hier gibt es zwei Wege. Wahrscheinlich, ein Weg davon führt wahrscheinlich zu einem Pflaster, der andere vermutlich nach Rom, weil, wie wir wissen, führen da verdammt viele Wege hin, meine Damen und Herren, und deswegen. Vermutlich auch einer in diesem Super Meat Boy Level. Warum auch nicht? So, du Schwein, gehst jetzt erstmal weg. Warte mal, wo bin ich denn vorhin gestorben? An dem da hinten bin ich vorhin gestorben. Das heißt, ich werde an dem jetzt hier nicht nochmal sterben, weil. Warum würde ich zweimal im selben Monster sterben? Geht der jetzt da runter? Kommt der wieder hoch? Ne, der kommt nicht wieder hoch. Achso, ja, dann ist der dann relativ. Eigentlich auch relativ einfach, aber. Das muss natürlich gar nichts heißen bei meinen verfickten Fähigkeiten, weil wenn ich an dem nicht sterbe, dann sterbe ich halt an einem anderen. Ist doch ganz einfach. Warte mal, hier ist. Nein, hier ist offensichtlich nichts, aber das macht ungefähr genauso viel, wie da Gegner sind, verstehst du? Nichts. Das habe ich gesagt. Aber das ist ja. Ist meine Seite ja mittlerweile gewöhnt. Ich möchte gerne hier schnell durch, genau. Haha, weil da muss ich bestimmt auch schnell durch, wegen der A-Plus-Zeit, meine Damen und Herren. Da ist Bandage Girl. Hi. Nein, warum? Nein. Das ist eigentlich ziemlich uncool gewesen jetzt eigentlich, aber. Tja, das interessiert ja offensichtlich auch keinen mehr. Bei den Schattenamöben. Na Gott. Die sind mit Sicherheit auch irgendwie. Keine Ahnung. Die sind mit Sicherheit in irgendwelchen Duden auch eingetragen als die, keine Ahnung, Amöben der gottverdammten Nacht oder so ein Scheiß. Und deswegen werden wir ganz viel sterben. Weil Amöben der gottverdammten Nacht und so ein Scheiß. Per Definition nur mal ganz schön böse. Ganz schön böse Buben sind, aber. Das wisst ihr wahrscheinlich auch selbst nicht, weil jeder von uns hätte schon mal so eine Amöbe der Dunkelheit und der, was hab ich gesagt, gottverdammten Nacht oder so ein Scheiß, irgendwie getroffen. Und wenn man die trifft, dann. Also im Grunde genommen hat man dann schon verloren, weil. Wer soll schon eine Chance haben gegen diese Schweine? Ich jedenfalls nicht, meine Damen und Herren, aber. Nein. Eigentlich war ich ganz, ganz gut in der Zeit, glaube ich, aber. Ah, Gott sei Dank kriege ich einen A+. Aber ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass in dem Level irgendwo ein Bandage ist. Sekunde mal. Wo sind wir denn jetzt? Ja, da ist irgendwo ein Bandage. Ist ja toll, ich freue mich riesig. Das heißt. Ich muss durch den Höllenladen hier nochmal durch, aber ich kann mir. Eigentlich habe ich schon eine Vorstellung, wo es ungefähr sein könnte. Nämlich konnte ich ja vorhin vor der Bandage Girl Tante auch noch einmal hier nach links. Ich vermute mal, dass das ja dann relativ naheliegend ist, dass ich erstens mal 97.000 Mal in denselben Gegner reinrenne, den ich eigentlich auch schon ein paar Mal. Nicht reingerannt bin. Das heißt, ich weiß eigentlich, wo der ist, aber da muss ja auch keiner wissen jetzt, dass ich weiß, wo der ist, was nicht so viel Sinn macht. Aber. Dafür kann ich ja jetzt dann hier so, also ich mal hier. Da, das ist tatsächlich der Bandage, hab ich doch gesagt. Hör mal, ist dann nicht so, als würde ich das nicht sehen. Wer hat denn behauptet, dass ich das nicht sehe? Das ist ja Blasphemie. Also, weil ich natürlich. Ach, das gibt jetzt auch noch ein A+. Das hätte ich in einem Run schaffen können. Ja, gewusst wie, meine Damen und Herren. Gott sei Dank. Ach, das sieht auch schön aus. Ich hab zwar keine. Ich hab irgendwie fürchterliche Schwierigkeiten, hier zu erkennen, was ist, aber. Gut. Wir gehen mal mit. Weil.
Ist nicht so, als hätte ich jemals eine andere Wahl gehabt. Das wird jetzt aber... Achso, ich dachte, der geht jetzt nach rechts weiter. Aber der ging Gott sei Dank, wie ihr vermutlich gesehen habt, deswegen... muss ich dann natürlich unbedingt auch kommentieren. Nach links rum. Sehr schön, danke, mein Freund Amöbe. Die Dinger sind also, obwohl sie die gottverdammten Amöben der gottverdammten Nacht sind, meine Damen und Herren, sind sie doch manchmal auch kooperativ. Nicht so häufig. Und wenn sie kooperativ sind, dann auch nicht so offensichtlich, wie andere Lebewesen das vielleicht wären. Aber das macht überhaupt nichts, weil... Weil Amöben und so ein Scheiß. Wobei, das könnte jetzt auch irgendwie so, keine Ahnung, Kartoffelpüree sein oder so. Weil das ist jetzt die Welt des, keine Ahnung, des wandernden Kartoffelpürees. Ist Fun Fact, die ist, ach du Scheiße. Das wird ja immer spannender hier. Weil, wäre irgendwie auch öde, wenn nicht. Aber, ich wünsche mir, was ich mir gerade wünsche, sind Checkpoints, meine Damen und Herren. Ja, weil ich könnte jetzt anfangen zu fluchen darüber, das Spiel ist ja so scheiße, weil wir haben keine Checkpoints und was soll denn der ganze Scheiß und das Level ist so lang und bla 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 bla. Und so weiter und so fort. Und so blate er dann noch heute, wenn sie nicht gestorben sind und so ein Kram. Wenn er nicht gestorben ist, dann schimpft er noch heute darüber, dass keine Checkpoints zugegen sind. Das ist meine Lebensstory, meine Damen und Herren. Für die nicht wissen, ich habe auch eine Autobiografie geschrieben. Nennt sich, keine Ahnung, Inhaltsangabe auf einer Shampooflasche oder so ein Scheiß. Und deswegen, ich muss wahrscheinlich... Nein. Ich will doch einfach nur spielen. Ich tue doch nichts und so ein Kram. Wie alt ist diese Liebe mittlerweile? Vermutlich sehr alt und keine Sau weiß, wovon ich überhaupt rede, aber das ist vollkommen egal, weil... Das Gefühl, liebe Leute, bin ich ja mittlerweile gewöhnt. Gott sei Dank. Gewöhnt man sich... warum... Ich habe das die ersten 79 Mal nicht ein einziges Mal gemacht. Danach beschloss ich dann scheinbar plötzlich, wir müssen jetzt ungefähr 37 Mal in diese Scheiße da reinspringen. In das Stachelpüree des Todes und deswegen müssen wir das so machen. Weil, wenn ich einen Beschluss treffe, ne, das haben wir ja schon ein paar Mal und so. Und der ganze andere Scheiß. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wie ich den Scheiß hier regel. Wie ich das hier geregelt kriege, Alter. Sonst habe ich hier gleich Beef mit die Dingers. Nein! Das war jetzt sowas von bescheuert und überflüssig, aber... wann war das jemals anders? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage, meine Damen und Herren. Wann war das jemals anders? Und wann wird's eigentlich mal wieder richtig Sommer? Das würde mich auch mal interessieren, aber... Wobei, ich bin eher der Wintertyp. In den Comments, seid ihr auch Wintertyp oder seid ihr eher der Sommertyp, liebe Leute? So, daran merkst du... daran merkst du, jetzt kommen die guten Themen. Wenn du anfängst, über das Wetter zu reden, hast du... Im Grunde genommen hast du dann... Nein. Im Grunde genommen hast du dann gewonnen. Aber jetzt kommt der Typ da und dann muss ich jetzt... Scheiße, nein. Ich werde langsam wehleidig, das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Das wäre alles gar nicht so schlimm, aber... wenn man dann schon anfängt, wehleidig zu werden, dann... ja, dann ist man quasi an den Träumen und Zielen in seinem Leben ist man dann im Grunde genommen angekommen, weil... was gibt's Schöneres als wehleidig sein? Ich freue mich. Also, jetzt. Wir müssen jetzt hier... Konzentration. Jetzt müssen wir über den Wichser... Nee, ich muss gar nicht über den... Das Level ist mein Untergang. Das Schlimme ist, das folgen wahrscheinlich, also danach folgen ja de facto noch mindestens, ich glaube, 3 Welten. Ich glaube, das Spiel hat 5 Welten, wenn nicht sogar 6, wenn ich mal davon ausgehe, dass man vermutlich noch irgendwo eine freischalten kann. Also würde ich jetzt mal ahnen, ohne dass ich es genau wüsste. Warum passiert das plötzlich? Ich möchte das jetzt schaffen. Ich weiß ja, was ich machen muss. Das ist das Schlimme. Ja, wobei, das weiß ich in... Mann. Das Ding ist, das Problem ist wirklich wieder mal, man weiß ja genau, was man machen muss. Und ich schaff's einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Ich werde zur Verzweiflung getrieben von gottverdammten lila Kartoffelpüree. Das ist schade. Wobei, ich meine, ich hatte in Mario Maker sehr wahrscheinlich schon tragischere Fälle, deswegen... Also eigentlich müsste ich so längst gewöhnt sein. Eigentlich müsste ich längst... Das Ding ist... Wahrscheinlich ist für solche Level... Nein. Für solche Level ist Super Mario Maker wahrscheinlich ein gutes Training. Oder umgekehrt. Vielleicht ist das ein gutes Training für Super Mario Maker. Ich habe keine Ahnung. Warum passiert mir das plötzlich? Dann machen wir das halt so. Dann jetzt halt... Dann ist halt ganz simpel und so. Und trivial, würde mein ehemaliger Mathelehrer sagen. Der war ein guter Typ. Na, ich sag den Namen jetzt nicht. besser nicht. Ah, geh doch bitte einfach da hoch. Meine Fresse. Das gibt's doch überhaupt nicht. Warum sterbe ich manchmal... Nein. Warum würde ich mich aufregen? Ist doch alles schön. Weil wir spielen Super Meat Boy. Super Meat Boy ist immer noch ein tolles Spiel. Auch wenn ich mittlerweile... Ja, das Schlimme ist wirklich, dass es kommen noch Welten, die vermutlich deutlich schwerer sind. Ohne, dass ich diese Welten jemals von innen gesehen hätte, meine Damen und Herren. Aber ich meine... Es wäre ja nicht Super Meat Boy, wenn das hier einfach so vorbei wäre. Jetzt muss ich mich beeilen. Warte mal.
Top. Nein, da war doch Bandage Girl. Ich musste doch einfach nur noch springen. Warum sind diese Kartoffelpüree-Amöben so böse, meine Damen und Herren? Und dann sind die auch noch lila. Das ist jetzt ungefähr, also im Grunde genommen ist die Farbe jetzt dann so, wie die Musik in Mario Wasserleveln. Ganz toll und beruhigend, wobei ist lila beruhigend, ich habe keine Ahnung. Auf mich wirkt er gerade irgendwie beruhigend, keine Ahnung darüber. Merkt man mir bestimmt an auch. Komm, bitte, ja. Und dann noch mit A+. Ein Traum geht in Erfüllung. Liebe Leute, sollte euch der Video gefallen haben, das war verdammt nochmal anstrengend. Meine Fresse. Weißt du was, wir gucken jetzt mal meine Statistik an. Ja, es gibt nämlich in dem Spiel eine Statistik. Eigentlich möchte ich die nicht sehen, aber... Es würde mir irgendwas... Ja, ich weiß, was ich spiele, danke. Ich hab's ja vor ein paar Tagen... Ich hab 31% erst geschafft und bin 780 Mal gestorben. Liebe Leute, sollte euch der Video gefallen haben, bitte like mal kaputt kloppen, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Boah. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Tschüss.